Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Kampf gegen Abonnenten-Zuschauer und heute gegen das Twilly bzw. Ingame Maike. Und ich werde jetzt mal. Lol. David N., vielen Dank, dass man hier mir gesagt hat, von wegen, dass ich hier unten Musikstücke auswählen kann. Ich denke mal, hä? Wofür ist das mit Stück 1 und so? Lol. Ich mache jetzt einfach mal Stück 15. Auch wenn das jetzt ziemlich beschissen sein wird. Und ich habe jetzt einfach mal random ein Team zusammengestellt. Das ist komplett random. Das ist jetzt nicht OU oder was weiß ich. Und er hat ein Ditto. Wahrscheinlich ja, ein Ditto mit Trugbild. Ich kämpfe mit Tentantel, mit Gengar, mit Impoleon, mit Wummer, mit meinem Shiny Calamanero und meinem Flampivian. Er kämpft mit Potrot, Donphan, Mega Haspirohr, Mega Schlappohr, Mega Haspirohr, Mega Schlappohr, Kravums, Ditto und Seedraking. Seedraking wird ein Problem. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich hoffe, ich kann dieses Problem relativ schnell beseitigen. Ich werde anfangen mit Wummer oder Flampivian? Ich fange mal mit Flampivian an. Vielleicht ist der Lied jetzt doch nicht so beschissen. Aber wir gucken mal. Ich fange mit Flampivian. Oh, geil! Die Palkia, die Alga-Musik. Geil! Ja, Mann! Dun, 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 dun. Ja, Mann! Geil! Geil! Ich bin so gehypt gerade! Oh, Junge! Oh mein Gott, Fungina! Junge! Vampivian, hör doch mal auf, ey! Boah! Fuck, ey! So, er hat auf jeden Fall mit seinen Hazards, hat er mir schon mal das Leben ein wenig schwerer gemacht. Zumindest mit den Tarnsteinen. Ich kann jetzt also nicht mehr Flampivian ohne Probleme reinschicken. Schlappohr. Ich riskiere es jetzt einfach. Oh ja, Mann, die Dialga-Palkia-Musik, die ist geil. Nein, Schlappohr kann ja Fake Out. Stimmt. Ja, jetzt ist vorbei. Wobei, ach nee, der hat ja Rauflust. Das hätte ich gesagt, er könnte mir nichts, aber er kann mir was. Was mache ich jetzt? Boah, diese Musik! Die ist so geil, Mann! Ich glaube, die lasse ich jetzt die nächsten paar Male. Rückkehr. Ja, okay. Die Frage ist. Ich habe jetzt aber auch kein Pokémon, das jetzt dem Schlappohr irgendwie standhalten könnte, außer Tentantel. Ich probier's mal. Und ich mach mal Blattgeißel. Ich könnte Tarnsteine auslegen, aber das ist bei mir jetzt nicht so recht, sag ich mal. Weil ich musste dieses Schlappohr auch relativ schnell besiegen. Irgendwie. Okay, macht guten Schaden. Okay. Die Frage. Ja. Ich würde super gerne Tarnsteine auslegen, aber
Man lässt mich ja nicht. Das ist nicht nett von dir. Ich hasse Schlappohr. Das Blöde ist jetzt auch noch, ich hab auf meinem Gengar einen Fokusgurt. Und das ist nicht so schön. So, Shiny Calamanero. Dann zeig mal, was du kannst. Kraftkoloss. Ich weiß nicht, was er jetzt noch hat. Er hat mich auf jeden Fall jetzt schon mal mit Schlappohr ziemlich empfindlich getroffen. Oh, diese Musik, Mann. Die ist geil. Die ist richtig geil. Clara, wer ist Clara? Donphan. Ist ja auch der, das Oberhaupt des Spaßes. Donphan. Lol. Ich mach trotzdem nochmal Kraftkoloss. Um noch ein bisschen Schaden abzufangen, den mir Donphan eventuell verursachen könnte. Ich habe jetzt circa... Lass das. Eissplitter. Mann! Komm, ich mache jetzt Psychoklinger. Komm schon! Komm schon! 3 KP! Ja! Mein kleiner Blondie. Hätte ich das jetzt im Vorfeld geahnt, hätte ich natürlich jetzt noch nur einmal Kraftkoloss gemacht. Gut, okay. Nachhinein ist man immer schlauer. Doppelgänger. Natürlich. Was hat er jetzt auch die Fähigkeit übernommen? Nein, komm bitte nicht. Oh nein, komm. Nein, bitte nicht. Okay. Okay. Ich schicke jetzt mal Gengar rein. Man muss auch dazu sagen, ich habe das Team jetzt auch relativ willkürlich ausgewählt. Muss man auch dazu sagen. Ich habe jetzt auch keine Mega-Entwicklung drin. Er dürfte nicht schneller sein. Wie schickt er rein? Schickt er... Ah! Voll in die Falle getappt. Mega predicted, Mann. Damn! Ah! Ich weiß wahrscheinlich, worauf er hinaus wollte. Nee, doch nicht. Okay. So, Kravums. Ich mache jetzt Fokusstoß. Komm, du musst jetzt treffen. Er wehrt die Attacke ab. Ich glaub's nicht. Er wehrt die Attacke ab. Ich hasse Fokusstoß. Und dann auch noch Kravums mit Rauflust. Verdammt. Damn. Ich mache jetzt erstmal... Er trifft mit Fokusstoß. Was? 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 So. Doppelt so schnell und doppelt so stark. Mir fällt gerade mal so auf, so Kaskade wäre jetzt nicht schlecht. Ich habe nur Wasserdüse. Ha.
Also es wäre besser gewesen. Ja, es wäre eindeutig besser, wenn ich Kaskade drauf hätte und nicht Wasserdüse. Klar. Super Prioritätsmove, aber. So, Wummer, dann zeig mir, was du kannst. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Überschallknall tut so weh. So, nimm eine Aurasphäre von mir und bam. Ja, aber alles, was er... Leviathan, wer... Stimmt, das gab's ja auch noch. Okay, gut. Der Kampf ist vorbei. War auf jeden Fall ziemlich nett und... Boah, scheiße, hätte der Fokusstoß getroffen, wäre der Kampf noch ein kleines bisschen anders gelaufen. Da bin ich davon überzeugt. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Kampf und eine richtig geile Musik. Das ist cool. Ich habe zwar verloren, aber das spielt keine Rolle. Das war richtig cool. Was? Ich wollte das Kampfvideo doch gar nicht speichern. Egal. Auf jeden Fall. Danke für den Kampf. Ich habe wieder nicht Glück gehabt. Hätte ich Fokusstoß gehabt und treffen können. Also dann hätte ich mit Fokusstoß getroffen, wäre der Kampf vielleicht ein kleines bisschen anders gelaufen. Aber gut, so ist er halt nun mal so gelaufen, wie er ist. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.